Jo, Leute, was geht ab? Mein Name ist Jena Bezetti und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir etwas, was ich eigentlich schon so übertrieben lange machen wollte. Ich erinnere mich noch, da gab es das UFO noch gar nicht. Da habe ich, voll viel rumgeheult und so, dass ich mal Sachen machen möchte. So richtig stupide Sachen eigentlich. Die aber einfach richtig Bock machen und wie ich finde, echt unterhaltsam sind. Und zwar machen wir heute eine Idee, die der Max auch auf seinem Channel gemacht hat. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Also wir haben da auch noch gerade noch ein Video für seinen Kanal gemacht. Und zwar geht es darum, YouTuber Booster Packs zu erraten. Kann man Booster überhaupt sagen? Starter Packs. Starter Packs. Ja, und da habt ihr gerade auch schon gehört, der Sturmwaffel ist hinter der Kamera und er wird uns jetzt einen YouTuber sagen und wir müssen erraten, was die Leute auf Twitter gesagt haben, was dieser YouTuber in seinem Wir Booster müssen erraten, was im Starter Pack ist. Starter Pack. Wir müssen einfach erraten, was der Inhalt ist. Also, was braucht man, um dieser YouTuber zu werden? Und die Leute auf Twitter haben es vorgeschlagen. Seine Leute auf Twitter. Die, nur die Besten natürlich. Die allerbesten. Also, erster YouTuber von Sturmwaffel ist Tuddle Starter Pack. Oh! Ich sage Adi. Beziehungsweise Adi Marley Luna. Wäre voll gut die Idee, aber nee. Dead Adam. Nein! In dem Starter Pack nicht dabei. Was hast du für. Was hast du für Zuschauer, Mensch? Keine Dead Adam. Also, das ist schon echt hart spezifisch auch, ob ihr darauf kommt. Also aber ich meine, so, Tal ist ja eigentlich einer, den verknüpft man mit vielen Dingen. Deshalb ist das schwierig, nicht so schlecht. Ich sage, ich meine, dass er irgendwie in seiner Twitter-Bio stehen hat. Essen mehr Avocados, also Avocado. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Also das ist übel spezifisch, deswegen das Essen. Ja, Essen gebe ich dir. Also vegan? Ja, ja, dieses Essen-Zeug. Ja, immer mit den ganzen Special-Sachen, weil der das auch immer darüber twittert. Wenn sowas Neues drin ist, wird wahrscheinlich... Also hier sind so Möhren und Gurken in so Ingwerwasser und so, weißt du? Ja, also so Fancy-Food. Ja, ja, Fancy-Food. Ah, ja, so. Also, aber das gebe ich dir, weil das ist schon aber echt. Aber das ist halt sowas Neues. Ja, du kriegst den Punkt, also passt auf jeden Fall. Es ist sowas Neues, aber vielleicht ist einer noch Oldschool dabei und hat den Wookie genommen. Das war auch eine gute Idee. Ja, also ja. Von daher sage ich jetzt schon mal, weil ihr beide noch einmal dürft, denn es ist auch fair, es ist echt sehr neu alles. Echt alles? Ja. Och, man, nicht mal Nudeln sind drin, ey. Mhm. Ich wollte schon so, neue Nudeln. Aber neue Nudeln. Vielleicht, also das war jetzt so Weed vielleicht? Weed? Ja. Das ist doch illegal. Nein. Ah. Kein Gras. Kein Gras. Der macht, Entschuldigung, Clean Edge, Clean Living. So. Pippi. Ja! Ja! Ist ein 1-1 dann. Da war noch mit drauf so ein Bild von seiner Hand über dem Fuß wegen den Tattoos und dann von ihm ja, okay, Tattoo wäre das nächste mit den blauen Haaren. Du? Echt auch blaue Haare? Ja, das war mein erster Gedanke eben und dann habe ich gesagt. Was habe ich gesagt? Habe ich ein oder zweimal? Habe ich zwei oder dreimal geraten? Ja, aber waren wir nicht beide erst zwei? Genau. Beide bei zwei. Ups. Ja, aber auf die Tattoos. Das wären beides, also das kann jetzt jeder erzählen, ja. Aber das wären beides die Sachen gewesen, die ich gesagt hätte. Aber ist dann ja vielleicht. Bei mir auch. Ja, deswegen, ja. Paluten Edgar, der sagt direkt schon so zum Namen von Starterfinger, ist was drin. Okay, jetzt fand ich lustig. Komm! Weiter geht's! Wuhu! Max erzählt wieder Witze. Das war echt extrem Super Mario. It's me, Mario. Der ist es echt, ne? Wuhu! Krass! Nächster. Die Lochis. Die Lochis, die kennt man. Ja. Also Zwillingsding, da muss ja was Zwillingsmäßiges drin sein. Lochst du ein? Ja. Lochst du ein? Ich loch ein. Ja, ein Lochi. Hashtag Zwilling. Ja, Zwilling ist richtig. Hashtag Zwilling, dieses ganze Ding, ne? Also da ist eine wirklich fiese Sache dabei. Das gebe ich euch eine mal. Eine fiese Sache? Eine wirklich gemeine, ja. Krankkraft. Christoph Krach, so wie sie an seinen Nippeln saugen. Kennt ihr dieses Bild? Ja, oder? Nicht? Kennt ihr das nicht? Von Mimi, ne? Ja. Ja. Ich habe nicht. War auch nur Spaß. Ja, genau! Boy vs. Girl, so der neues Format. Das lochst du ein? Ja. Lochst du ein? Ich würde gerne was einlochen. Ja, nee, stimmt aber nicht. Also bist du dran, ja. Warte, ich will nicht. Ich hatte gerade was wieder vergessen. Ja. Was war das denn nochmal? Ich mache einfach Musik. Das ist so, als hättest du so ein schwarzes Loch in deinem Kopf, ne? Ja, schwarzes Loch, Mann. Ob das witzwürdig war? Ja, ja, ja. Zwei hast du jetzt, ja. Also da ist das ein Lied aus dem Album so mit da drauf. Ja, Musik halt. Ja, Musik ja. Ist unter Musik. Ja, Zwillinge und Musik hast du. Du hast zwei Punkte, ja. Achso, nur mal zur Erklärung, geht er nach dreimal raten übrigens, ne? Das heißt, wenn du aber jetzt nicht richtig rätst, dann war es das, ne? Erstmal für dich. Okay, dann raus. Dann musst du vorher langsam wirklich mal gehen. Zieh die Mario Cap ab. Streiche die, es gibt mir Glück. Okay. Ich sage... Ist das?
drin. Nee, ich habe echt keine Ahnung, ich gebe auf. Hey, nein, das kannst du nicht. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, genau. Ja, dann stopp. Wieder so einen Tipp wie in deinem. Ich habe eine Idee, die haben noch einen Film. Oh, das ist safe. Ein Lochmann kommt selten allein. Nein, also der Kinofilm von denen. Ja, Film haben wir hier. Wie heißt der? Bruder von Luda. Bruder von Luda. Ah, stimmt, ja. Bruder von Luda. Boah, nee, keine Ahnung, ne? Gar nicht, ne? Die haben keine Tiere. Also das fiese. Lochiversum, keine Ahnung. Ist ja wieder Album, ne? Nee. Also, nee, ist auch Merch. Ist auch Merch, also. Nee. Sowas mit Swag und Moneyboy. Swag und Moneyboy, nee, ist auch nicht richtig. Ah, was war's? Das heißt aber dann ein Sieg für Izzy jetzt, ja, ne? Weil ja. Du hattest ja zwei dann. Du hattest die Zwillinge und dieses Musikding. Geil. Es war Pickel. Oh, ich sag ja, das ist voll gemein. Das ist echt gemein. Voll gemein, aber es ist halt einfach real. Echt? Noch so krass, der hat nee, jetzt nicht mehr so, aber das hat man ja schon so in Erinnerung. Ja, aber also Lochi Starter Pack, du brauchst Pickel. Das ist halt schon aber, voll mies so, das ja, ist echt gemein. Die waren halt jung, ne? Ja, brauchten das Geld. Oh, wir beide! Oh. Das wäre krass, stell mal vor, die Aslaks werden auf der Straße so rumlaufen. Instagram-Foto mit Kippe im Mund. Und so einer Marke. So ein kleiner Beutel und diese Super Mario. Was ist denn jetzt? Wie viel steht's denn jetzt? 1-0, weil... 2-1, er hatte beide einen Punkt bei Tadde, weil da habe ich verkackt. Und das hast du jetzt gewonnen, 2-1 für dich. Ich würde gern. Was ist jetzt mit Videodrehen? Was ist das denn für ein T-Shirt, Alter? Ich hab gesagt, ich soll eine halbe Stunde Videodrehen. Sag hier. Mal vier Sachen, die dich fürs Lochi Starter Pack. Ja. Was braucht man, um Lochi zu werden? Vier Sachen. Der weiß eine das Jeansjacke? Falsch. Nein, falsch. Pickel? Ja. Ja, Alter, ins Ort! Ins Ja, danke, das ist schön, dass du da bist. Nein, ich dachte, ich... Ja, du solltest den Job machen. Du solltest seinen Job übernehmen. Kann ich hier sitzen bleiben? Ich guck einfach zu. Nee. Dann leg ich mir. Der kann eh nicht mehr, soll eh nicht mitraten. Oh, geil. Jetzt verpiss dich mal, dann können die auch weitermachen. Ja, das ist. Ja, Remi, du hast verloren. Special das war auch voll alt, da war noch dein Zwiebelkopf so drauf. Das Dead Adam Starter Pack. Oh. Ich sag, was ist das denn wohl? Ich bin gespannt, was du sagst. Mundschutz. Ach was. Oh, richtig. Oh, krass. Wo ist denn da aufgekommen? Tattoos. Mundgeruch. Nee, tatsächlich nicht. Keine Tattoos. Keine Tattoos. Jetzt Weed. Jetzt aber Weed. Ja. Oh. Alter. Gute Haare. Gefährte Haare. Nee, tatsächlich nicht. Verloren. Die Runde geht an dich 2 zu 2. Nee, doch, ja. Ja, stimmt. Bester Schiedsrichter EU. Okay, ich hab auch noch eins. Ja. The German YouTuber Starter Pack. Okay, das Finale steht jetzt 2 zu 2. Und wer das jetzt errät, hat gewonnen, ne? Oh, das ist sauschwierig. Ich hab gar keine Ahnung, was deutsche YouTuber ausmachen. Ich kenne nur YouTube Deutschland nicht. Und sonst kennt noch Beauty Palm Gacy Nice Set, das war's. Ich sag Minecraft. Ist richtig. Alter, was sagst du da? Ich sag Beauty. Nee, ist falsch. Ist denn Minecraft so deutsch? Gibt's auch in anderen Ländern genauso wie? Nee, haben wir noch nicht vorgehört. Ist aber schon, ist schon sehr Klischee, ist es schon. Es ist sehr krass Klischee. Trifft auf eine Person ganz zu. Oh Mann, ich hab keine Ahnung, was machen deutsche YouTuber denn? Ja, das hat nichts mit Kartoffeln zu tun, weil das nichts mit YouTube zu tun hat. Das hat was nichts mit Leder. Mann, was macht denn der deutsche YouTuber? Der deutsche YouTuber! Was macht denn der deutsche YouTuber? Vielleicht Longboard. Richtig. Ah. Revi raus, wir machen jetzt eine richtige Runde. Junge, guck mal, das ist raus, optimal, Revi. Das ist genau Simon Unge. Köln, ja. Ja, okay, Junge, Köln, fick das doch mal, ich bleib jetzt hier, Alter. Jetzt raus, nee, raus. Guck mal, das ist weiter. Revi raus. Junge, nimm doch mal eins von denen an. Raus. Junge, da kann ich ja nicht sagen, wenn ihr zu dumm seid, zu beraten. Raus. Nee, ich will jetzt hier einfach nur zugucken und das Büro haben wir alle gemietet. Und es ist nicht dein Zimmer, sondern unser Büro. Raus. Izzy, ich lass mich jetzt hier nicht von dir. Raus. Nehme ich aber da Red Bull mit. Und dein Klebeband. Das ist nicht mein Herz, das ist von so. Maluten. Das ist alles jetzt meins. Und so. Die Pflanze, die nehme ich auch mit. Raus, ich will dich jetzt. Das Handy du gehst jetzt erstmal auf die stille Treppe. So, beruhigt habe ich mich jetzt. Das hat mein Handy mitgebracht. Ich komme gleich wieder. So, läuft wieder. Okay, jetzt aber die wirkliche, echte Finale-Runde. Was ein Durcheinander. So, dann nehmen wir nochmal was ganz Großes, Repräsentatives für Deutschland. Als Finale-Runde, seid ihr bereit? Ja. Oh ja. Yeah. Pablo, Starter-Pack. Oh, das ist Miguel Pablo, okay. Was, Miguel Pablo? Starter-Pack, ja. Wer fängt an, Schere, Stein, Papier? Schnick, Schnack, Schnuck. Das ist einfach das Gleiche. Ach so. Hast du schon wieder weggeguckt, ja. Ey. Baden in Chicken Wings. Ja. Okay, das hat schon. Heim für schwer erziehbare Kinder. Alter, das war fies. Das war nicht nur fies, sondern das war auch richtig. Es steht nicht so für Yeezys wie Upper Red halt. Aber das ist schon diesen Style halt. Ja, immer, sagst du Yeezys? Ja, komm. Yeezys. Ja. Ja, das ist ja geil gewesen. In irgendeiner Weise schlechte Musik. Also nee, so tatsächlich nicht. Hira Gay oder nee. 100k. Hat nichts mit dem kleinen Bruder von Menderes zu tun, ne. Warum schlecht? Ja. Hat nur eine Schlache da draußen. Hm? Der hat echt eine multiple Persönlichkeit. Ja, klar. Also manchmal kommt das nach. Der redet immer mit zwei Persönlichkeiten mit dir und dann kann er nicht wissen, wie es gerade passt. Hallo.
Hallo, ihr Schlacher draußen. Der hat das immer so gesagt. Was? Und ich bin von schlecht auf Schlacher draußen. Was soll das denn heißen? Hallo, ihr Schlachter da draußen. Echt? Das hat er früher gesagt. Und ich hab's einmal gesehen, dachte ich so. The fuck? Weirde YouTuber-Begrüßungen. Hallo, ihr Lieben. Miguel Pablo machst du auch. Ich, Miguel Pablo. Ja, der sagt auch. Yo, was geht? Ich, Miguel Pablo. Nein, ich, Miguel. Ich, Miguel Pablo. Ja, okay, ist auch wieder gut. Ne? Ja. Ich weiß es nicht, Alter. Oh, fuck. Irgendwelche Dance-Moves. Ich kann's nicht sagen. Ich Tanz. Tanz. Gut, alt deutscher Tanz. Tanz ist es nicht. Was sagst du, Max? Ich sage, mitten im Leben oder irgendwie sowas. Nee, auch nicht. Sein Freund, wie heißt der? Scheiße, das wollte ich auch gerade sagen. Wie heißt der Kollege nochmal? Das ist ja Mist. Soll ich sagen? Mirko Rosic. Mirko Rosic, ja. Nee, auch nicht Mirko, was sagst du? Superman Dennis. Nee, auch nicht. Clickbait. Ja, Kohle. Jetzt hast du einen, du kannst aber noch ausgleichen jetzt mit dem nächsten. Wäre das gewesen, nein. Vom Hotel pinkeln. Das habe ich auch schon dran gedacht, aber... Nee, es ist nicht. Dann hat Easy gewonnen, es wäre Dennis. Echt? Es wäre Devin gewesen. Oh, ja. Ach, krass, das wollte ich sagen. Weil der auch immer die ganze Zeit... Ist auch der Einzige, glaube ich, der gedämmt hat. Izzy hat wieder gewonnen. Oh, ich freue mich selber. Wow, Izzy hat wohl wieder gewonnen. Das ist ja eine spannende Überleitung für dein Video. Ob ich in der Folge mit Max auch vielleicht gewonnen habe, könnt ihr dann unten in der Beschreibung sehen. Ich habe euch das nochmal verlinkt. Genauso wie dieses Kugellager von meinem Longboard. Das ist auch nochmal Reflink von Amazon in der Beschreibung, Leute. Wenn es euch gefallen hat, die erste... Es war echt eine Challenge eigentlich, ne? Ja, aber ich habe die selbst erfunden. Ja. Also es ist keine Mainstream-Challenge. Die selbst erfundene Challenge von Max, wenn ihr das die Folge sehen wollt, die wir noch bei ihm auf seinem Kanal gemacht haben. Dann guckt in der Beschreibung, ist auf jeden Fall verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, drückt ihr Daumen nach oben. Take this easy, nehmt das Leben zu ernst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier aus dem UFO oder sonst wo. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ja, moin.